Im heutigen Video gucken wir uns eine neue Skillung an vom Tag-Shooter und zwar den Explosion King. Das ist eine Skillung, die wurde mit einem Mod hinzugefügt und diese Skillung ist etwas ähnlich wie, man könnte sagen, der Kanonenshooter oder der Bombshooter und zwar die untere Skillung, aber seht einfach selbst. Ich würde ja sagen, wir machen das Ganze heute mal auf der Karte Carve, die habe ich sehr lange nicht gespielt und ich würde sagen, wir platzieren den Bombenshooter oder beziehungsweise den Tag-Shooter hier vorne hin. Hier ist eine ganz gute Position. Wir machen das Ganze heute auch wieder ohne Hero. Und ich werde auch erstmal keine Support-Tower und so benutzen. Denn, wenn man unten upgradet, kann dieser Turm Camo sehen. Und das ist ja immer so eine Schwachstelle gewesen vom Tag-Shooter. Der konnte nämlich vorher nie Camo ohne Hilfe sehen, also unsichtbare Bloons. Jetzt kann das direkt mit dem ersten Upgrade, was natürlich mega nice ist. Und das nächste Upgrade ist Flechette-Tags. Flechette-Tags. Tags now cracks into 3 more tags up on hitting a balloon. Also das bedeutet so viel wie, sobald so einer von den Tags, die ihr hier jetzt seht, sobald er schießt, die hier, sobald die einen Balloon hittet, brechen die auf und verwandeln sich nochmal in 3 weitere, was natürlich eigentlich im Endeffekt dann später den Damage fast trippeln sollte. Und als Secondary Effekt, also als zweiten Effekt, hat es noch, dass Ring of Fires Schaden erhöht wird. Aber Ring of Fire werden wir erstmal nicht benutzen, weil wir wollen ja unten die untere Skillung vorstellen. Also ich lasse das Ganze jetzt mal so und ihr solltet jetzt sehen, wenn man ziemlich genau hinguckt, wenn er einen trifft, dann springen da 3 weitere raus. Also es ist ganz in Ordnung. Ist jetzt nicht so ultra krass stark, aber ist schon relativ strong. Und mir fällt gerade auf, ich glaube, die Map hier ist ein bisschen zu dunkel, deswegen switche ich mal ganz kurz zu einer anderen Map. Und zwar habe ich einmal kurz auf Monkey Meadows geswitcht. Jetzt sieht man hier das auch mit den Nägeln besser. Wenn er oben einen anschießt, dann seht ihr immer, dass da 3 weitere Nägel rauskommen, was natürlich sehr, sehr stark ist, wenn die Nägel noch wen anders treffen. Wir haben jetzt hier unten noch eine dritte Skillung und die heißt Firecracker Shooter. Und die macht, oder die besagt, dass der Tag-Shooter jetzt explosive Firecracker schießt und dass diese auch in verschiedene Elemente oder kleine Fragmente poppen, sobald sie irgendwas hitten. Und ja, wir sehen es. Also er schießt jetzt Bomben oder so kleine Bombfragmente und sobald die Bombe wen hittet, explodieren die und in jeder Richtung kommen noch mehr Tags. Ist natürlich, glaube ich, auch auf dieser Map jetzt hier noch stärker als auf der anderen, muss ich ehrlich sagen. Und ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall, ja, welches Upgrade gehen wir? More Tags? Oder lieber Faster Shooting? Ich glaube ganz im Ernst, Faster Shooting ist besser, dass wir schneller schießen. Dann noch Even Faster Shooting, dass wir noch schneller schießen. Und Leute, ich glaube ganz im Ernst, so sollten wir eigentlich auch schon bis Runde, ja, wahrscheinlich 30 oder so kommen. Weil wir können erstens in Runde 24 den unsichtbaren Balloon angreifen. Außerdem glaube ich, weil diese Bomben hier explodieren, dass die auch Bleischaden machen, weil die Explosionsschaden haben, nehme ich an. Und das bedeutet, damit können wir eigentlich alle Arten von Balloons kaputt machen. Falls das jetzt mit dem Blei so ist, müssen wir gleich mal in Runde 28 gucken. Und deswegen denke ich nicht, dass wir irgendwelche Probleme jetzt haben sollten, weil der Turm relativ stark scheint und die Balloons ja wirklich 3-mal an dem Turm hier vorbei müssen. Und wir können tatsächlich Bleibloons kaputt machen. Ist jetzt nicht so stark, wie ich gedacht hätte, weil wirklich nur die erste Explosion macht Bleischaden. Die anderen kleinen Nägel machen alle keinen Bleischaden, so wie es aussieht. Aber ist immer noch relativ stark. Also wir haben echt gar keine Probleme aktuell. Und der ist echt wirklich alles am Vernichten. Und dafür, dass es ein Stufe 3 Turm ist, macht er echt einen guten Job. Unser, wie teuer ist der 5er Turm? 48.000, das ist natürlich extrem teuer. Und wir haben das nächste Upgrade kostet 3715. Das heißt, wir müssen echt viele Runden überbrücken. Kann sehr gut sein, dass ich da einen Alchemisten später zuziehe. Und vielleicht auch ein Affendorf, was da so ein bisschen den Turm bufft. Also ich denke, hier werde ich dann so das obere Affendorf auf 4 vielleicht bauen oder so. Einfach um das volle Potenzial des Turms auszutesten. Was natürlich auch wieder crazy wird, wird in einem der nächsten Videos die 5555 Version hiervon. Ich glaube, die wird komplett ausarten, weil die normale 555 Version ist ja irgendwie schon der Sonnentech-Shooter gewesen, der auf der ganzen Karte einfach ja praktisch so eine Sonne macht. Und ich glaube, jetzt mit den Explosionen noch dazu könnte das wirklich richtig crazy werden. So, wir sind in Runde 39, die haben wir jetzt. Das heißt, jetzt kommt der Moab. Schaffen wir den Moab ohne Upgrade? Ich glaube, wir werden ein Upgrade brauchen. Wir haben jetzt einen kleinen Crack gemacht, 2 Cracks. Ja, nee, das werden wir nicht schaffen. Ich glaube, wir kriegen den Moab ganz knapp gepoppt. Der hittet jetzt noch 2-3 Mal und dann ist Feierabend. Ja, wobei, guck mal, wir kriegen nicht mal den Moab gepoppt in Runde 40. Also müssen wir auf Fireworks gehen. Fireworks und ich bin mal gespannt. Fireworks, die Firecracker werden jetzt mit richtigen Bomben replaced. Und ihr seht, der Damage hat sich halt einfach direkt gefühlt 10-facht.
Ich lese es nochmal genau vor. Firecrackers are replaced with fireworks now. Also mit Feuerwerk. Und das Feuerwerk explodiert halt auch nochmal. Das heißt, jede Kanonenkugel, die er rausschießt, explodiert in nochmal neue Kanonenkugeln, die nochmal explodieren und halt auch nochmal in Kanonenkugeln kommen. Also komplett crazy. Und dann haben wir noch das fünfte Upgrade. Explosion King. Explosions that never give up. Also Explosionen, die niemals aufgeben. Jetzt bin ich halt gespannt, was es damit auf sich hat. Heißt das, dass die dann nochmal wiederum explodieren? Oder was ist damit gemeint? Ich glaube, wir haben auf jeden Fall jetzt gleich das Geld, weil wir im Easy-Modus spielen. Aber ich würde ganz gerne das Potenzial von diesem Turm hier erstmal testen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Runden durchlaufen lassen, bis wir wissen, machen wir ja eigentlich immer so, bis wir wissen, was das Limit von dem Stufe 4er Turm jetzt hier ist. Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, es ist mittlerweile Runde 80 und der Turm hat bisher immer noch alles absolut vernichtet und das als Stufe 4 Turm. Also er ist wirklich sehr stark. Ihr seht es hier jetzt nochmal. Ich denke, der wird den ZOMG auch gut auseinandernehmen. Das ist wirklich heftig. Guck mal, der schafft es. Der schafft Runde 80. Das ist ein 4er Turm, der schafft einfach Runde 80. Der hat gar keine Probleme damit. Der ist nicht mal gebufft. Okay, jetzt gehen einzelne Bloons durch und jetzt sterbe ich. Okay, Runde 81 schafft er anscheinend nicht. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt auf den Explosion King gehen, hole ich hier einmal einen 420 Alchemisten und ich hole ein Affendorf und wir gehen auf Primary Mentoring und auf Stronger Stimulant und wir werden einfach mal testen, ob wir so bis Runde 90 beziehungsweise sogar bis Runde 100 kommen, weil wir haben ja jetzt schon zwei sehr starke Buffs drauf und ich meine, guckt euch das an, die Explosionen sind fast über die ganze Map drüber, was natürlich mega nice ist, weil das heißt, solange hier ein Bloon in der Reichweite ist, wird er permanent alles auf der ganzen Map hitten und Schaden machen. Okay, Runde 92 ist doch zu hart. Das heißt, ich würde jetzt auf den Explosion King gehen. Explosion that never give up ist die Beschreibung, Leute. Also Explosionen, die niemals aufgeben. Ich will einfach mal laufen lassen. Wir gucken uns mal die Standardattacke an und ich könnte mir vorstellen, dass es komplett krank wird. Ja, okay. Das ist schon wieder... Was soll ich dazu sagen? Der ganze Bildschirm... Ist wirklich kein Wunder, dass der Turm hier Explosion King heißt. Die explodieren einfach dreimal. Das ist wirklich, das ist krank. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das hier besser ist oder wenn man noch mehr Tags schießt und die halt auch alle explodieren. Aber ich meine, wir sind in Runde 92. Wir haben hier jetzt nur einen 420 Alchemisten und einen Primary Mentoring. Und der schießt wirklich über die ganze Map. Und guckt euch das mal an. Das ist komplett krank. Wie sieht das denn bitte aus? Der macht an allem so viel Schaden. Wir haben jetzt 1 Million Damage. Und die kommen nicht mal durch die erste Runde. Die kommen hier nicht mal an die erste Kurve kommen die nicht mal ran. Wir müssen das Ganze mal gegen Runde 100 angucken. Wir testen das Ganze jetzt gegen den Runde 100 BRD und ich kann euch jetzt schon sagen, der wird wahrscheinlich komplett durchgeknechtet. Also ich vermute, der wird komplett auseinandergenommen. Sobald wir jetzt anfangen zu attacken, geht der Damage ziemlich gut nach oben, muss man ehrlich sagen. Und jetzt kriegt er richtig viel Damage, weil jetzt schießen alle Bomben in den BAD rein und guckt euch das an, der BAD stirbt und kommt nicht in die erste Kurve. Also ich glaube, dieser Turm hier könnte es schaffen, die höchste Runde von allen Türmen bisher zu kriegen, vor Runde, also ohne 5555 Version. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass dieser Turm hier wirklich komplett ausrasten wird, wenn ich davon irgendwann mal, also ich weiß nicht, soll ich erst die 4x5 Version von diesem Turm machen oder lieber die ultimative Version von diesem Turm, wo wir das Gold Village benutzen oder das Gold Affendorf, das hinplatzieren und ihr wisst ja, dann komplett durchbuffen. Ich könnte mir beides sehr, sehr stark vorstellen. Ich glaube, eine ultimative 4x5 Version ist zu krank, weil dann bricht mein Spiel Safe Call ab, aber ich kann mir echt vorstellen, dass dieser Turm hier wirklich das Potenzial hat, noch stärker zu sein als der Lockdown, als die Lockdown Spike Factory. Also ich sehe hier wirklich Potenzial über Runde 400. Wir sind mittlerweile in Runde 119 und vom Schaden her sieht es, glaube ich, immer noch gut aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir 119 die drei BRDs auch noch komplett auseinandernehmen. Da kommt jetzt der dritte, der erste ist kaputt. Der müsste hier jetzt vorne, der geht nicht mal in die zweite Kurve rein, Leute. Die gehen nicht mal in die zweite bzw. in die dritte Kurve rein. Und hier rechts machen wir auch noch Schaden. Also der wird, ich glaube, 140 wird er nicht schaffen. Aber ich glaube, bis 140 müsste der eigentlich kommen. Und ich habe das Gefühl, der wird alles auseinandernehmen bis Runde 140. Also 140 kann ich euch jetzt schon sagen, glaube ich nicht, dass er das schafft, weil der gepanzerte BRD in Runde 140 braucht sehr, sehr, sehr viel Single-Target-Schaden. Und das hat dieser Turm nun mal nicht, weil ich meine, guckt euch das an, der ganze Bildschirm kriegt halt Schaden, aber einzelner Damage ist halt nicht so crazy bei dem Turm. Aber ich glaube trotzdem, dass das richtig krank wird.
Wir können außerdem mal gucken. Wir könnten jetzt in den nächsten Tagen entweder stellen wir Big Bang vor, der Sniper Big Bang, oder wir stellen den Sorcerer Supreme vor. Leute, schreibt's mal bitte in die Kommentare, welchen von beiden ihr sehen wollt. Wollt ihr lieber den Big Bang Sniper sehen oder wollt ihr den Sorcerer Supreme sehen? Wir sind mittlerweile in Runde 137 und jetzt hier, wir haben ein sehr großes Pierce-Problem. Ich glaube, da geht was durch. Wir schaffen Runde 137 nicht. Ich probiere jetzt nochmal Runde 128, Runde 129. Kriegen wir die Runde hin? Ich glaube, das Pierce-Problem ist jetzt da. Er wird es vom Pierce her, glaube ich, nicht mehr schaffen. Runde 129. Kriegt das hin? Ich weiß es nicht. Es sieht nicht so gut aus, Leute. Da ist wieder ein Ceramic Bloom, der sich langsam durchschleicht, aber den haben wir auch noch gekriegt. Wir könnten natürlich Pierce erhöhen, wenn wir permanent Gebräu upgraden oder Homeland Defense oder so holen, aber wir wollen ja wirklich nicht zu viele Buffs benutzen, damit das hier ein fairer Test bleibt. Und okay, es sieht so aus, 129 hat er noch geschafft. Was ist mit 130? 131, nur gepanzerte ZOMGs. Jetzt wird's interessant, Leute. Das Game fängt langsam an zu laggen, weil die Bomben, weil es so viele Bomben sind. Und hier ist Endstation. Der geht schon mal durch. Zack, schon mal Hälfte. Na, wobei, der ist nicht durchgegangen. Ah, vielleicht. Ich glaube, wir kriegen 131 noch hin, Leute. Langsam fängt es echt hart an zu laggen. Die Explosion, man sieht richtig, so wie viele Pixel das sind. Ich glaube, ich muss mal Accessibility. Ich mach die mal runter. Vielleicht läuft das da ein bisschen besser. Wir haben jetzt Mini-Explosion, Leute. Wie sieht das aus, wenn der jetzt hier schießt? Der schießt so kleine Kieselsteine jetzt, wenn ich das komplett runterdrehe. Runde 132. Guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Runde 132. Oh, es wird auf jeden Fall immer knapper. Aber 132 sieht auch noch aus, als würden wir die schaffen. Oh, wobei, da hinten kommen nochmal ZOMGs. Aber normale kriegen wir auch hin. Oh, da geht was durch. Nee, doch nicht. 133 kriegen wir auch hin. Leute, ich glaube, wir kommen doch wieder vielleicht bis Runde 140. Ich weiß nicht, warum eben der Try nicht geklappt hat. Aber es sieht gerade echt gar nicht so schlecht aus. Ich habe mal einen Speed-Modus reingemacht, dass die Runden hier nicht so lange dauern. Oh, wobei, jetzt 135 ist, glaube ich, Endstation. Kriegt da unten nochmal geklärt? Nee, und tot. Tot. 135 Runden für den Explosion King Tech Shooter, Leute. Ich würde sagen, 10 Millionen Damage ist eine komplett solide Leistung dafür, dass wir nur den Primary Mentoring dabei hatten und Stronger Stimulant. Ich hätte nicht gedacht, dass er... Also, ich hätte nicht gedacht, dass er so krass performen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass die, wie gesagt, 4x5 Version davon richtig crazy wird. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder mit einem neuen Video. Denkt dran zu kommentieren, was ihr sehen wollt. Habt einen wunderschönen Sonntagabend und ciao.